So, meine Lieben, ich hoffe, dass ihr schon wach seid. Hier bei mir ist es kurz vor 8 Uhr. Ich schau mal. 7.40 Uhr, ja. Ich bin schon unterwegs. Und ja, ich versuche für euch den Sonnenaufgang einzufangen. Die Sonne befindet sich im Moment noch hinter dem Berg. Aber bald wird das so sein, da kriegt ihr das vielleicht auch gut zu sehen, wenn meine Aufnahmen fehlerfrei aufgenommen werden. Was nicht immer der Fall ist. Ja, ich nehme euch mit heute wieder in meinen Vlog und schaue, dass ihr möglichst viel Schönes zu sehen bekommt. Aber hier ist das sehr ländlich. Die Uhrzeit also ist noch früh. Es ist früh und dementsprechend natürlich noch nicht so viel los. Ja, aber wie man sieht, die Sonne zeigt sich schon hinter dem Horizont und hinter dem Berg, hinter den Wolken. So, wir gehen einfach voran und schauen, was wir dann noch alles zu sehen bekommen. Diesen Weg gehe ich auch sehr oft und gerne. Hier kann man auch in Ruhe nachdenken. Moment. Ja, ich habe gedacht, dass sich hier etwas gelöst hat. Eine Kabelverbindung. Ich hoffe, dass es nicht der Fall ist. So. Die Sonne schaut uns zu. Hier schläft noch alles, wie man sieht. Es sind nicht viele Menschen unterwegs. Die Temperatur beträgt im Moment 21 Grad. Und es ist sehr angenehm. Es ist Samstag. Gestern war ein Feiertag hier und ja, alle haben jetzt ein verlängertes Wochenende genossen. So ist das. Hier sehen wir die Weinberge. Der Wein ist noch nicht ganz reif. So wie es aussieht, hängt noch viel an den Reben. Ja, ich bin noch ein bisschen erkältet. Immer noch. Verzeiht mir die störenden Nebengeräusche. Ich hoffe, das wird euch nicht davon abhalten, meinen Kanal kostenlos abonnieren. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr kein Video von mir. In der nächsten Zeit kommt natürlich noch einiges. Ich fange gerade erst an. Jeder hat mal klein angefangen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, wenn ich dann mal nicht so perfekte Videos drehe. Wie vielleicht andere YouTuber, aber darum geht es mir auch gar nicht. Ich will einfach nur ein bisschen euch mein Leben hier in Spanien berichten. Sehenswürdigkeiten zeigen.
und wie ich hier lebe. Allzu privat, das wird ihr allerdings nicht zu sehen bekommen, weil ich über 2 Jahre über einen Stalker gelitten habe. Und ich hoffe, dass ihr dafür Verständnis habt, dass ich nicht alles zeigen kann und möchte. Aber viel Schönes auf jeden Fall. Und ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, dass ihr mir zahlreich folgt und für meine Videos immer einen Daumen hoch gibt. Das würde mir große Freude bereiten, diese Videos zu drehen. Es ist viel Arbeit damit. Kosten natürlich, alles kostenintensiv, weil man das Equipment auch selbst kaufen muss. Und ich bekomme dafür kein Geld. Das ist einfach nur Freude dran, für euch mal ein paar Videos zu zeigen, euch mitzunehmen, dass ihr mich mit verfolgt, dass ihr mich begleitet. Ja, und die Videos zu drehen ist ja nicht nur alleine das. Wer sich auskennt, wer selbst Videos hier auf YouTube schon veröffentlicht hat, der weiß, dass auch die Post-Production, die Nachbearbeitung sehr viel Mühe macht, zeitintensiv ist. Und darum würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gibt und ein Abo vielleicht hinterlässt. Das wäre schön. Ich bedanke mich schon jetzt dafür. Und ja, demnächst kommt ja noch viel mehr. Also, ihr dürft gespannt sein. Es ist noch ein bisschen düster, noch ein klein bisschen dunkel hier. Aber der Tag erwacht erst. Und hier seht ihr die schönen Berge hier in der Umgebung. Davon gibt es sehr viel. Und hier noch die Weinberge. Weinberge natürlich, Entschuldigung. Weinberge, oh Gott. Ich bin berühmt für meine super Versprecher. Ja, das ist einfach so, dass es des Öfteren vorkommt hier bei mir, aber sei nicht allzu streng mit mir. So, wir gehen einfach weiter. Es ist etwas schwer, aber also die Kamera zu halten, es ist schwer. Meine Hand schläft öfter ein, weil ich ein bisschen Probleme mit dem rechten Handgelenk habe. Darum, manchmal wackelt vielleicht etwas und ja, ist nicht ganz so perfekt, aber es macht nichts. Ich wollte euch noch von Träumen was erzählen. Glaubt an eure Träume. Auch wenn ihr vielleicht Momente habt, wo ihr ganz unten seid. Oder wo es euch nicht so gut geht. Vielleicht gesundheitlich, vielleicht finanziell, vielleicht beruflich, keine Perspektive. Oder wo ihr verzweifelt seid. Denkt immer daran, es kommen auch bessere Zeiten. Es lohnt sich weiterzumachen und zu kämpfen. Ich habe das selbst so oft erlebt und manchmal war ich wirklich sehr, sehr verzweifelt. Und manchmal habe ich schon gedacht, dass es nicht weitergeht, dass ich nicht vorankomme, dass ich vielleicht sogar keine Lust hatte,
weiterzumachen. Keine Kraft. Und ja, es war wirklich schwer. Ich habe mein Kind selbst großgezogen, alleine, zum größten Teil. Und es war schwer, aber irgendwann scheint für jeden die Sonne. Und es lohnt sich weiterzumachen. Es lohnt sich. Wir haben nur ein Leben. Denkt immer daran. Verzweifelt nicht. Und zweifelt nicht an euch, an eurer Kraft. Es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Das Leben ist schön. Und wenn ihr an eure Träume glaubt, irgendwann werden sie vielleicht auch wahr. Und denkt daran, verlasst euch auf niemand, verlasst euch nur auf euch selbst. Natürlich hilft die Familie manchmal, auch die Freunde. Aber man sollte immer aus eigener Kraft versuchen, etwas zu erreichen. Das ist einfach das Wichtigste, dass ihr unabhängig seid und möglichst frei in euren Entscheidungen. Ich kann nur sagen, ich bereue auch die schlimmen Zeiten nicht, die ich mitgemacht habe, weil es hat mich etwas gelehrt. Es hat mich auch stärker gemacht. Das sind keine Sprüche. Ich spreche wirklich aus Erfahrung. Und jetzt mache ich das, was ich immer machen wollte. Ob schon der Weg bis hierhin auch sehr steinig war. Ich habe viele Jobs gemacht, manchmal drei gleichzeitig. Ich war mir auch nicht so schade, putzen zu gehen. Büros, Post, Gebäuden und ja, ich habe im Supermarkt gearbeitet und in einer Arztpraxis und im Krankenhaus und in einem Ingenieurbüro und ich habe auch selbstständig gearbeitet als Webdesignerin und ja, ich habe Nachhilfe im Computer Sachen gegeben. Ach, ich habe wirklich fast alles gemacht und es war auch eine gute Erfahrung. Es hat mich gestärkt. Es hat mir vieles beigebracht im Leben. Also glaubt an euch. Ihr werdet auf jeden Fall auch weiterkommen. Und die Krisenmomente werden irgendwann auch allmählich blässer. Die werden auch kleine verschwinden, die werden verschwinden und natürlich ist im Leben nicht alles nur schlecht, auch wenn es harte Zeiten vielleicht gibt oder Krankheiten, Arbeitslosigkeit, ja, Probleme in der Familie oder Beruf, Liebeskummer, was auch immer. Glaubt an euch, schöpft die Kraft aus kleinen, schönen Dingen, die euch jeden Tag fast vor den Füßen liegen. Man muss ja nur hingucken. Richtig hinschauen. Das wollte ich euch nur sagen. Ja, eine kleine Rede. Vielleicht nehmt ihr was mit. Und vielleicht kennt ihr das schon und habt ihr selbst bessere, hilfreichere Methoden oder Erfahrungen gemacht. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, auch ich habe nicht immer auf rosa Wolken geschwebt und auf Zuckerwatte geschlafen. Ja, ich kenne wirklich ganz schlimme Dinge.
Und heute, auch heute noch, ist nicht immer nur Sonnenschein, nur weil wir in Spanien leben. Auch wir müssen kämpfen und es ist nicht jeden Tag Urlaub hier. Es ist ein ganz normales Leben, wie bei euch auch. Auf jeden Fall wollte ich euch sagen, dass sich das lohnt. Das Leben ist wunderschön. Es lohnt sich dafür zu kämpfen, alles zu tun und das Beste draus zu machen. Ich habe auch viele Freunde schon verloren in jungen Jahren. Die hätten auch alle leben können und das hat mich auch sehr traurig gemacht. Aber das Leben geht weiter, was soll man machen? Irgendwann treffen wir uns alle vielleicht wieder. Ich weiß nicht, was natürlich auf der anderen Seite ist. Und das kann wahrscheinlich niemand beantworten, aber ich glaube daran, dass dahinter irgendwas ist, auf der anderen Seite. Ja, und bis dahin machen wir das Beste draus, Freunde. Oder? Was sagt ihr? Ich würde mich freuen, wenn ihr mal vielleicht irgendwelche Anregung für mich habt. Schreibt das dann in die Kommentare. Wenn ihr euch meine Videos zu lang vorkommen, dann schreibt das, oder zu kurz, dann schreibt das auch. Wenn ich was besser machen kann, könnt ihr mal ein paar Vorschläge machen oder was ihr sehen wollt. Ich bedanke mich. Oh, jetzt kommt ein Auto hinter mir, ich muss aufpassen. Und ja. Wir sind fast am Ende des Weges angekommen. Viel weiter werde ich jetzt nicht hingehen. Das liegt daran, dass ich natürlich den ganzen Weg auch noch zurücklaufen muss. Und nachher wird es noch viel wärmer. Aber der Blick ist doch wahnsinnig, oder? Mir macht das immer so eine Freude, hier zu laufen. So, hier ist ein Stoppschild. Und an dieser Stelle werde ich Schluss machen. Sonst wird das Video auch noch zu lang. Ich verabschiede mich von euch jetzt. Und bis zum nächsten Video, meine Freunde. Macht's gut. Ich freue mich über eure Daumen hoch, über eure Abo, wenn ihr ein da lasst, und über eure Kommentare. Also passt gut auf euch auf. Eure Rubia.